Freunde, rock on und grüßt euch. Was macht er denn da? Metal spielen auf einer Stadt, das geht ja mal gar nicht, ne? Okay, mache ich auch normalerweise nicht mit so einer Gitarre, jedenfalls nicht mit so einer. Ich fange es mal anders da an. Wie ich zu der Gitarre gekommen bin, ja, also ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen Les Paul Heavy Humbucker Kram und habe mich deswegen entschieden, mir mal eine Strat anzuschaffen, ne? Keine teure, nicht die allerbilligste, aber auch nicht wirklich eine teure. Sie muss nicht besonderlich gut, also besonderlich, ich kann kein Deutsch, ja. Also die muss nicht unbedingt die allerbeste sein, aber auch nicht die allerschlechteste. So. Und deswegen habe ich entschieden, ich werde eine meiner Western-Gitarren eintauschen. Und zwar, das war die Fender Sonoran. Die habe ich eingetauscht gegen diese Schönheit hier. Das ist eine Fender Squire Bullet Strat. Ja. Welches Jahr, kann ich nicht sagen. Ich habe damals, vor einigen Jahren, so in der Anfangszeit ungefähr, als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich schon mal dieselbe im Prinzip gehabt, nur halt eben in Schwarz, ja. Und die habe ich, ich muss sagen, dass ich die damals hergegeben habe, das bereue ich bitterlich, ja. Also ich habe noch Kontakt zu dem jetzigen Besitzer, ein sehr, sehr netter Herr, junger Mann, so um die 60, ja. Und er hat ihr den Namen Rose beibehalten. Das ist seine Wohnzimmergitarre geworden und hat auf hier sehr viel Spaß. Sagte mir jedes Mal, wie toll ich die eingestellt habe und wie gut die in der Hand liegt und wie gut sie klingt und so weiter. Obwohl er den Keller voll hat, hat mit Takamine und mit Fender, Original Fender, auch welche aus den 60ern. Der hat eine Gibson Les Paul Custom aus den 60ern. Ja, Wahnsinn. Und spielt trotzdem gerne auch so billige Dinger. Ja, also, wir haben ja hier diese typischen Single-Coil-Variante, dreimal Single-Coil-Variante, ja, um mal was anderes spielen zu können, ja, also jetzt nicht unbedingt immer nur dieses Heavy-Metal-Geriffe da, ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Alter, ich bin jetzt 39, ich gehe jetzt auf die 40 zu, ich werde jetzt langsam ein bisschen ruhiger, das merke ich immer wieder, und da würde ich auch mal andere Sounds erzeugen, kann man andere Klänge spielen kann, als immer nur dieses Riffgedudel. Und da ich ja vor ein paar Monaten die GL Tribute Strat vom Patrick zu Hause hatte, hat mich das schon ein bisschen angefixt, ja. Und da habe ich gesagt, ich brauche eine Strat, ja. Wie gesagt, muss keine teure sein, einfach nur damit ich mal was cleaneres, was authentischeres spielen kann. Vielleicht auch mal Funk, keine Ahnung, vielleicht öffnet mir das ja auch den Horizont in andere Musikgefilde und ich lerne mal Blues oder sogar Funk oder sowas, wer weiß, ja. Also ich, mit so einer Gitarre steht mir auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten offen, als es mit einer aktiven Les Paul, die ja für Heavy Metal Riffgewitter gemacht ist, ja, meiner Meinung nach. Und ja, ich habe diese Gitarre jetzt hier zu Hause noch nicht gespielt, außer jetzt gerade eben. Ich habe die letzte Zeit generell sehr wenig gespielt, muss ich mal so kurz anmerken, ja. Weil meine Nachbarin, die ist nicht so musikalisch wie ich und hat auch mal gegen die Wand, also gegen die Decke gehämmert, ja. In dem Harley Benton Western Gitarren Review, wo ich letztens gemacht habe mit die pinkfarbene Miss Piggy. Da hört man das am Ende, dass sie das wohl nicht so toll fand und dann Besen gegen die Decke gehauen hat, ja. So ist es halt mal, wenn man einen Musiker als Nachbar hat. Aber jetzt bin ich wieder da und habe auch wieder Bock drauf und ist mir auch jetzt scheißegal, ob die jetzt da ist oder nicht. Ich will auch mal wieder Videos machen für euch und ein bisschen Spaß haben für mich. Also mache ich es also auch, ja. So. Und ich habe die Gitarre bis jetzt zweimal gespielt bei meinem Schüler, ja. Und wie gesagt, ist jetzt so das erste Mal für mich jetzt hier bei mir zu Hause am JVM. Das heißt, wie die jetzt hier klingt, clean, das schauen wir mal jetzt. Das weiß ich mich auch noch nicht.
bisschen lauter kann man die schon machen. Machen wir noch ein bisschen Hall rein. Hall an. Was mit anfangen. Auf jeden Fall. Sagen, ist in Ordnung. Dafür, dass es nur eine Bullet-Strat ist, ja, die ja bei den Squire-Modellen so eigentlich so die allerunterste ist, ja, also
Squire Bullet ist so die allerunterste Serie. Dann kommt die Affinity, meine ich. Dann kommt die... welche Serien haben wir denn noch? Ich meine, darüber kommt dann halt noch die oberste, die Deluxe-Serie von Squire, nämlich die Classic Vibes, ja. Habe ich ja auch damals mal eine gehabt, ja. Die war echt traumhaft, ne? Also ich muss sagen, verglichen mit einer echten Fender, die ich ja auch schon hatte, ja, zwar nur in Mexiko, aber immerhin Fender, steht Fender drauf, also es ist ein Fender. fand ich ja eigentlich ganz gut, ne? Und aber so für so zwischendurch, ja, mal so ein bisschen Streitgedudel. Ich versuche jetzt mal was ich bis jetzt noch gar nicht gemacht habe, ja, überhaupt an den Verstärker, nämlich, dass ich jetzt mal schaue, gegebenenfalls muss ich ein bisschen nachjustieren, den Clean rot zu machen. Gitarre billig ist, in dem Sinne von billig, ja. Die Tonabnehmer, das muss ich sagen, also man kann sie austauschen. Also ich denke mal, vielleicht werde ich das auch tun, wenn ich irgendwann mal so zumindest eine Stufe höher kommen würde, dass ich von einer gebrauchten, es gibt immer Leute, die sich dann eine Squire Classic Vibe holen oder eine Fender Mexico und da die Pickups austauschen und dann mal so ein gebrauchtes Set finde, die klingen dann immer noch besser als die hier und noch mehr nach Strat. Und wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mal schauen, was ich mache. Ich denke mal, wenn ich auf Strat so ein bisschen mehr fixiert bin, mehr angefixt bin, dann denke ich mal, wird es vielleicht irgendwann mal auch mal eine etwas hochwertigere sein, wo vom Werk auf schon bessere Tonabnehmer drin sind. Aber ich sage jetzt mal so, fürs Erste bin ich vollkommen zufrieden, ja, also eventuell kann ich da noch mal so ein paar Sachen lernen, die man eher auf einer Strat spielt, ja. Jetzt ist ja nur noch so ein bisschen so herumgefuddelt, planlos vor allem, ja. Man merkt, ich komme halt nicht von der Strat. Aber es gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wer weiß, vielleicht wird da so meine Richtung jetzt gehen, so in Richtung Strat, ne? Man entwickelt sich auch weiter. Na, so ein bisschen was Fuddeliges, Funkiges. Auch immer mal Spaß, wenn man sonst immer nur Heavy drauf ist. Also ich für meinen Teil, ich finde, man muss auch mal, man kann nicht immer nur Steak essen und Pommes, man muss auch mal Kartoffelkräuter essen, sag ich jetzt mal. Ja, so mal. Anderes ausprobieren. Ja, okay. Es ist das Modell in Fiesta Red. Fand ich ganz geil, weil ich mag ja Rot. Ich mag Rot und ich mag Schwarz und ich mag Blau und irgendwie alles außer Pink und Gelb und Weiß. Ja, ja, Weiß. Also, aber ist egal. Schönes Fiesta Red. Die Bullets sind, meine ich, immer aus Linde. Die Korpusse
Corpus, Apostroph, Corpus, also die Bodies, sind, meine ich, immer aus Linde bei denen. Ja, Palisander-Griffbrett, Ahornhals. Ich meine ein ziemlich dickes Ahorn, also ein ziemlich dicker Ahornhals, wie ich meine. Ich habe, mein Schüler, der hat ja auch eine Fender Squire Bullet Strat, die HSS-Version, in Schwarz, die habe ich auch schon mal beim Einstellen und so weiter. Und der Hals, der ist dünner. Ja, und ist sogar auch so mit so einem Palisanderstreifen hier in der Mitte so, was das Truss Rod quasi überdeckt, also den Halsstab. Und ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ne? Also, gerade so, wenn man mehr so Gitarren mit dünnem, schmalerem Hals gewohnt ist, dann ist das schon eine Umstellung, ja? Muss ich schon sagen. Ja? Aber ist auf jeden Fall machbar. Stört mich jetzt nicht unbedingt so sehr. Die Fender Sonoran, die ich dafür hergegeben habe, vermisse ich nicht. Sag ich ehrlich, es war wunderschön, sie klang auch gut, aber irgendwann habe ich mich auch an dem Sound satt gehört, ja. Und da muss meine Strat her, ja. Also ich habe ja die LTD, die Eclipse und ich habe Gloria und alles Humbucker Gitarren, Les Paul Style, und damit kann man halt auch nicht solche Sachen machen. Mehr so funkige Sachen oder mal was bluesigeres, cleaneres, authentischeres, ja, so ein bisschen was Glockiges, ja. Und das kannst du halt entweder mit der Tele oder mit der Strat besser machen. Und ich habe mich halt für die Strat entschieden, weil Tele ist nicht so meins, muss ich sagen. Ja. Aber Strat, da schlägt da mein Herz schon eher. Okay, mal sehen, ob ich sie demnächst mal öfter vor die Kamera halte. Weiter zu erzählen gibt es da nicht. Ja. Und ja, okay, Freunde. Also, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Der Shitstorm und die Motzerei kann anfangen. Oder auch nicht. Gut, also, ich komme zum Schluss. Nochmal, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis bald, Freunde. Rock on.